So, dann machen wir mal weiter und gehen wieder zum Magister Buckbartsturm. Mal gucken, was uns da diesmal Komisches erwartet. Ja. Wir wollen ihm ja zum einen das postparadische Rezept geben und zum anderen herausfinden, was es mit diesem Monolith der Untoten da auf sich hatte. Eigentlich ist Effort Symboltier ja eher der Wahl, aber egal. Ach, da ist Magister Buckbart ja schon. Und seine Lehrlinge Hesindiane. Tretet ein. Leider ist Magister Bruckbart zurzeit beschäftigt. Der Was steht direkt vor dir. Ich kann sie nur noch mal nach dem Blutvoll fragen. Natürlich erinnere ich mich. Aber ich nehme an, deswegen seid ihr nicht hier, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber okay, wenn wir schon mal ansprechen können, ich würde gern wissen, was sie mit dem Wolfsblut vorhat. Verzeiht, das kann ich euch wirklich nicht verraten. Aber glaubt mir, mit diesem Wissen könntet ihr ohnehin nichts anfangen. Ja, okay. Nur gut, wenn ihr es partout nicht erzählen was wollt. Was ist euer Begehr? Nichts. Ich will mit deinem Meister reden. Oh, Besuch. Ich habe wenig Zeit, also worum geht? Kommt ihr, meinen Rat zu suchen? Ja, erst einmal gebe ich ihm das Rezept. Ich fand diese alten Fragmente eines Rezepts in einer bosporanischen Ruine. Könnt ihr damit vielleicht etwas anfangen? Bosporanisch? Zeigt mal her. Oh ja, das interessiert mich sogar außerordentlich. Ich gebe euch dafür ein anderes Rezept. Was interessiert euch? Brandpfeile, Brandbolzen oder Brandkugeln? Na ganz toll. Gib mir die Brandpfeile. Hier, nehmt das eine Rezept für das andere. Das war ja ein toller Tausch. Ein gerechter Tausch, hab Dank. Eigentlich nicht so wirklich. Aber wenigstens sind wir diese Aufgabe los. Oh, wir haben ja noch nicht mal Ardos Heilung deaktiviert und da steht ein Haufen Text. Mit Hilfe des Teriak aus der bosporanischen Ruine konnte Alari Quellen sehen, Ardor aus seinem magischen Schlaf erwecken. Der vollständig geheilte Ardor öffnete mir, dass er als Angehöriger des Adelshauses vom Eberstamm mit der Sicherheit des kaiserlichen Reichsinsignien betraut ist. Ja, Ardor ist ein wichtiger Mann, auch wenn er es nicht zugeben wollte. Weiter noch wurde mir das Geheimnis hinter das Mora im Aufburg Rudes Schild was Mora ihm auf Burg Rudes Schild gestohlen hatte. Die Krone des Mittelreiches. Quarno hingegen hatte nur noch ein Duplikat desselben vorgefunden und war verpflichtet worden, bei der Suche nach der Liebe Mora zu helfen. Meine Begleiter waren voller Furcht um das Wohl von Kaiser und Reich und so sagte ich ihnen meine Unterstützung zu. Naja. Wenn der Kaiser in Bedrängnis gerät, ist das nicht so besonders gut. Nicht mal für einen Geoden. Deswegen helfen wir doch dabei. Aber jetzt reden wir nochmal mit Buckbart wegen den Ruinen. Wegen den Untoten. Ich habe wenig Zeit, also wo kommt ihr, meinen Rat zu suchen? Nein, es geht um ein Problem vor den Stadttoren. Probt das Bauernvolk wieder einen vom Aberglaube getriebenen Aufstand? Das bin ich bereits gewohnt. Kein Grund zur Aufregung. Es ist aber ein Grund zur Aufregung, wenn Untote rumlaufen. Ihr irrt, dort wimmelte es von Untoten, die einem seltsamen Steingebilde entsprungen schienen. Das hat nicht zufällig etwas mit euren Experimenten zu tun. Mit einem meiner Experimente, sagt ihr? Das wäre natürlich außerordentlich. Nein, nein, im Grunde völlig ausgeschlossen. Es sei denn... es sei denn was? Redet doch. Nun ja, ihr wisst doch von meinem Experiment, welches fehlgeschlagen ist. Und vielleicht... entschuldigt mich einen Augenblick. Jetzt rennt er weg. So, da bin ich wieder. Bedauerlicherweise hat sich meine Vermutung bestätigt. Zweifelsohne handelt es sich bei dem Phänomen um einen Sphärenriss. Die Ereignisse im Dorf sind ein direktes Resultat davon. Tja, schon wieder Sphärenriss. Kann das nicht mal aufhören? Jetzt müssen wir nämlich auch noch einen Sphärenriss schließen, oder was? Wir müssen ja jetzt zu den Elfen wieder zurück und wieder durch einen Sphärenriss zu den Hochelfen.
Aber gut, redet nicht lange darum. Was können wir dagegen tun? Nun, ich werde diesen Riss lokalisieren und mit dem entsprechenden Zauber versiegeln. In der Zwischenzeit wäre es an euch, mittels meines Artefaktes der Spur der entfleuchten Sphärenkräfte zu folgen und deren Auswirkungen zu beseitigen. Also auf gut Deutsch, wir sollen aufräumen. Naja, mir schien es zwar nicht so, als ob ein Artefakt zum Ausspüren notwendig sei, aber gut, ich werde euch helfen. Ausgezeichnet. Nehmt das Artefakt und folgt den Spuren sphärischer Energien. Bannt alle Untoten und zerstört auch diese mysteriösen Steingebilde. Kommt danach wieder zu mir zurück. Noch eine Bitte. Versucht das Ganze mit so wenig Aufsehen wie möglich zu tun. Dies wird zwar meinen ohnehin ruinierten Ruf nicht retten, doch helfen wir damit vielleicht zusätzliche Tumulte zu verhindern. Auf gut Deutsch wieder, er will nicht, dass sie gleich kommen und ihn verbrennen. Und ihr beeilt euch, den Riss zu schließen. Auf bald. Okay. Zerstöre alle Monolithen. Also wieder raus hier. Angkor ist die größte Stadt des Fürstentums Kosch. Das ist auch eine tolle Information. Okay. Und wie benutze ich dieses Amulett jetzt? Erst einmal Brandpfeile. Rezeptbuch. Was braucht man für Brandpfeile denn? Schönes Brandpfeile. Gänsefedern, Eibenholz, Holzleim, Zunderschwamm. Oh, das könnt ihr vergessen. Den Zunderschwamm, den brauche ich. Obwohl, damit kann ich 100... Pfeile machen mit einem so einem Ding hier. Dafür müsste Feiris ja eigentlich fast alles haben, außer den Zunderschwan und das Eibenholz. Gut, ist eine Überlegung wert, aber ich wollte ja was anderes gucken. Amulett der Enthüllung muss ich so lange tragen. Und da kommt schon der erste Monolith aus der Erde. Noch so ein Monolith. Wie viele von den Dingern gibt es denn noch? Und damit, und die damit verbundenen Untoten. Ja. Was? Bei meiner Treu! Ja. Hier hätte ich gerne Vorgrim dabei mit seiner Axt. Obwohl Arduo haut auch ziemlich gut zu. Zusammenhalten! Ah, je, 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 je. Was? Achtung! Kann man einer das Skelett loswerden, was mich töten will? Obwohl Arduo ist ja schon fast tot. Ja. Feiris, Ardo heilen. Balsam Salabunde. Okay, das Skelett hat Ardo umgeworfen. Okay, wir müssen dieser Straße hier folgen. Hier scheint die Ungereimtheit hinaus zu gelangen, also müssen wir diesem lila Weg hier folgen. Naja, ganz toll. Ja, gucken wir mal. Kommt gleich der nächste. Jetzt laufen wir tatsächlich einer lila Staubwolke hinterher, die sich hier in alle Richtungen teilt. Es
soll wohl ein Scherz sein, oder? So, der Monolith ist schon mal kaputt. Dieses Mal gibt es nur ein starkes Skelett. Zusammenhalten! Dass wir aber. Ja? Okay, es ist ein zweites da. Muss gleich Feieres angreifen. Komm! Oh, nur hilf Feieres gleich mal. Also Ardo ist mit seinen Schwerttalenten ziemlich stark unterwegs. Das Skelett, was Feieres und Quano angreift, ist fast tot schon. Wir sind halt Untote. Okay, jetzt ist nur noch das eine übrig. So. Gut. Das war der Monolith. Jetzt würde ich mal sagen, wenn wir der Spur weiter folgen, die sich ewig lang zieht, ja, nee, ist klar. Ansonsten geht es euch noch gut, oder? Erst den Monolithen ausschalten, dann die Untoten. Was? Und ich sterbe gleich. Das ist auch weniger schön. Hilfe. Ardo, halt mir mal den da vom Leib. Ja? Und Feieres, komm auch mal hier runter. Jetzt bin ich schon mal weg. Das könnte diesmal unschön ausgehen. Feieres sollte sich selber heilen. Bei meiner Treu. Ardo. Ja. Hoho. Das war ziemlich mies. Feieres Ardu heilen. Ardu ist auch gefallen. Das war richtig mies. So viel zu den Untoten. Das war das aus. Wie das aus? Das geht doch nicht vor Grimm. So kann die Geschichte nicht enden. Ich wollte nur mal sehen, ob du mir noch zuhörst. Okay. Also eigentlich war das so. Das war jetzt blöd gelaufen. Das war jetzt richtig blöd. Okay, das Gespräch mit Buckbart, das mache ich jetzt im Schnelldurchgang. Alles nochmal machen. Solche komischen Aufgaben, ja.